Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem Unpacking. Und zwar durfte ich wieder bei einem BookTube-Wanderpaket mitmachen. Und es gibt diesmal zwei Pakete, die wir auf Reisen geschickt haben. Und ihr findet alle Stationen dieses Paketes unten in der Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Ich müsste Station 6 jetzt gewesen sein. Ich habe das Paket jetzt von Sarah bekommen. Und im Nachgang würde es zur lieben Christine wandern. Wir haben als Genres Fantasy, Jugendbücher, Science-Fiction, Endzeit und Liebesromane enthalten. Und es ist wirklich ein Monsterpaket. Ich habe schon aufgeschnitten, habe aber noch nicht reingeschaut, weil ich mich einfach bei dem Unpacking jetzt auch überraschen lassen wollte. Und ja, jetzt schauen wir mal, was drin ist, dann was so ein bisschen in Frage kommt. Dann werde ich mir die Bücher, die in Frage kommen, auf jeden Fall näher ansehen. Und dann zeige ich euch natürlich auch, was ich hineinlege. So könnt ihr jetzt immer mitverfolgen in den Videos, wer wann was reingelegt hat. Und ja, was dann am Ende sozusagen auch bei der Ursprungspackerin ankommt. Und ja, ich bin mega gespannt und ja, schauen wir mal gemeinsam rein. Das erste ist eine Goodiebox, an der mein Kater schon rumgezettert. Da schauen wir auf jeden Fall dann auch noch zusammen rein, was ich mir da nehme. Und ich sehe schon, hui, ganz schön viele Bücher. Wir beginnen mit Gina Showalter, Alice im Zombieland. War ja eine ganze Weile, wenn ich mich recht erinnere, auch sehr, sehr gehypt. Ich mag ja Alice im Wunderland super gerne. Ich mag Adaptionen davon und ich weiß gar nicht, warum ich die damals nicht gelesen habe. Ich glaube, weil ich ein anderes Buch von Gina Showalter, Nimmerherz, irgendwas gelesen habe. Nein, Nimmerherz war es nicht, aber mit so einer Sanduhr vorne drauf. Aber das würde ich mal auf den vielleicht Stapel packen, weil Alice-Geschichten finde ich persönlich immer spannend, immer interessant, auch wenn mich das Zombieland so ein bisschen abschreckt. Aber das landet mal auf dem vielleicht Stapel. Und jetzt habe ich hier schon Unterstützung bekommen, weil da ist noch irgendwas mit Fädchen, da ist noch so ein kleiner Beutel. Und so, weiter geht's dann mit Fabula Magicae, der Ruf der Bücherwelt von Aurelia L. Knight. Finde ich vom Cover schon sehr ansprechend, allein, dass wir ein Buch da drauf haben. Lass dich in eine magische Bücherwelt entführen. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ist auch jetzt von der Stärke gar nicht so dick, 260 Seiten. Und es gibt wohl noch weitere Bände in der Reihe. Finde ich tatsächlich auf den ersten Blick ansprechend, landet auch mal auf dem Vielleicht-Stapel. Ach, man quält mich hier mit Alice-Büchern. Von Maynard Dar, Alice im Totenland, habe ich noch überhaupt nichts von gehört, ist aus dem Lucifer Verlag. Und ja, steht Alice drauf. Es geht um eine karge, öde Welt, die man das Totenland nennt. Und ja, wir haben hier eine 15-jährige Alice. Ist natürlich die Frage, hat das irgendwie was mit Alice im Wunderland zu tun? Ah, hier wird im Grunde das Totenland findet das Buch Alice im Wunderland. Es landet, weil Alice draufsteht, auf jeden Fall mal auf dem Vielleicht-Stapel. Jetzt muss ich mal meinen Kater ein bisschen rumschubsen, der sich hier jetzt mitten auf das Paket gesetzt hat. Von Daniel Steele, Big Girl. Ich habe von Daniel Steele, ich glaube, früher zwei, drei Bücher mal gelesen. Das war aber nicht so richtig mehr mein Thema, mein Genre. Ja, deswegen würde das jetzt auf jeden Fall mal auf den Nein-Stapel landen. Ja, Mortal Engines, Krieg der Städte, das müsste auch der erste Teil sein. Genau, habe ich schon gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Leider fand ich die Verfilmung alles andere als gut. Habe ich schon gelesen, darf daher weiter wandern. Dann Anne Freitag, das Gegenteil von Hasen. Ich habe einige Bücher von Anne Freitag gelesen, fand die immer so okay bis gut. Ich weiß gar nicht, das ist ja das neueste Buch, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Und irgendwie hat mich das letztes Jahr nicht angesprochen und es spricht mich auch diesmal nicht so richtig an. Darf daher weiterziehen. Dann, Vertrauen und Verrat von Erin Beattie. Hatte ich lange, lange Zeit auf meiner Wunschliste. Ist dann aber irgendwann runtergeflogen. Ich kann aber gar nicht mehr so genau sagen, warum. Ich glaube, weil mich immer das Cover auch so ein bisschen abgeschreckt hat. Vielleicht schaue ich nochmal. Ich werde es mal auf dem Vielleicht-Stapel legen und mal sehen, vielleicht wäre das. Das müsste ja auch so eine, ja, was haben wir hier? Voller Spannung, Intrigen und Romantik. Das ging ja, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung Selection oder die Rote Königin oder irgendwie sowas. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal näher anschauen. Weil sie so dünn sind, sind es drei Stück.
Dagegen reicht dann ein Buch. Ah, okay. Und zwar, ja, es ist das von Amber O'Byrne. Ja, es sind das so drei kleine Taschenbücher. Ich glaube, von der Amber O'Byrne habe ich letztens erst auch diesen Auftakt dieser Sternzeichenreihe gelesen. Fand ich ja ganz schön. Hier ist Fuchsrot, die sind an der Seite nicht beschriftet, Wolfs irgendwas. Ha, die sehen natürlich schon cool aus. Und Dragon Fortune Episode 1. Das habe ich sogar, ja, das habe ich tatsächlich schon als E-Book und auch gelesen. Academy of Shapeshifters, genau, das ist glaube ich Episode 1 und 2. Also hätte man, ja, zwei kleine Büchlein. Ich lege die mal auf den so vielleicht Stapel, weil irgendwie sprechen mich die beiden Bücher auf jeden Fall an. Dann Deborah Harkness, Die Seelen der Nacht. Dazu gibt es ja auch eine Serie, die ich auf der Watchlist habe. Das war ja vor einiger Zeit, das ist ja bestimmt schon ein paar Jahre her, sehr, sehr gehypt. Und ich weiß jetzt, dass das der All You Can Read Book Club, glaube ich, auch gelesen hat. Und da ja teilweise wirklich die Leser sozusagen oder Leserinnen ausgestiegen sind, weil es nicht so richtig spannend und gut war. Und ja, ich werde es wahrscheinlich auch nicht behalten. Spricht mich auch nicht so an. Und dann was aus dem Drachenmond Verlag von Michelle N. Weber, Die Rabenkönigin. Also optisch finde ich ja die Drachenmond-Bücher oftmals so drüber. Also ich finde die manchmal zu viel, wobei ich die Grafikgestaltung ja auch ganz ja, okay finde. Ist nicht, also, aber es ist mir einfach tatsächlich ein bisschen zu viel. Aber ja, Die Rabenkönigin, ein Prinz gefangen hinter Spiegeln, das Spiel des Feenkönigs, das keine Sieger kennt. Ja, spricht mich tatsächlich nicht ganz so auf den ersten Blick an. Landet also erstmal auf den Nein-Stapel und ich habe jetzt 4 Bücher auf vielleicht plus die 2 dünneren und ja, werde mir das jetzt mal in Ruhe anschauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt auch mal in die kleine Tüte sozusagen geschaut. Darin enthalten sind die Namen unserer Kanäle. Also das heißt, da kann man schon wunderbar sehen, wo war das Paket, vielleicht auch wo kam es her. Und ich habe in die Goodiebox geschaut, wo einige schöne Sachen drin waren. Und ich habe mich dafür entschieden, ja, ein ätherisches Öl rauszunehmen, nämlich Grapefruit. Denn ich habe seit kurzer Zeit einen Diffusor, eigentlich eher für Schlafzimmer, so ein bisschen gegen trockene Luft und vielleicht auch mit einem Lavendelöl. Möchte den Diffusor aber eventuell einfach auch mal so ein bisschen in der Wohnung umhertragen, vielleicht auch ins Büro stellen, so unter Tage. Da wird ja doch bei der Bildschirmarbeit immer mal so ein bisschen trockene Augen haben. Und da glaube ich, ist Grapefruit eine sehr coole Idee. Das nehme ich mir raus, packe auch etwas natürlich mit hinein. Das seht ihr dann gegebenenfalls, wenn das Christinchen sich rausnimmt, bei ihrem Video. Und ja, packe da was Niedliches dazu und nehme mir das aus der raus. Und jetzt freue ich mich darauf, mich mit den Büchern zu beschäftigen. So, mehrere Augenblicke später habe ich mir die 4 Vielleicht-Bücher mal angesehen und muss tatsächlich sagen, dass die Alice-Bücher, mich nicht so ansprechen, wenn man sich Rezensionen dazu anschaut bzw. auch durchliest. Sehr, sehr schade, weil ich hätte mich auf Alice Bücher auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ich werde aber die beiden anderen vielleicht Bücher behalten, nämlich Fabula Magic Kay, Der Ruf der Bücherwelt. Es ist eine Dilogie und ja, also die wenigen Rezensionen, die ich jetzt einfach so ein bisschen überblickt habe, ja, beschreiben das Buch richtig, richtig toll und soll zwar einen gemeinen Cliffhanger haben, aber der zweite Band wäre ja schon da, sodass man weiterlesen könnte. Und ja, auch hier habe ich wirklich sehr viele positive ja, Rezensionen gefunden, besonders auch natürlich im Booktube-Bereich. Und ja, das wird jetzt auch einfach mal bleiben. Mal sehen. Da war ich ja so ein bisschen unsicher, weil es ist schon mal auf der Wunschliste gewesen, runtergeflogen, raufgeflogen, runter, jetzt zieht es ein. Aber ich, ja, es spricht mich so an, auch wenn ich das Cover wirklich nicht so hype wie viele andere. Aber ich freue mich da einfach drauf und hoffe, ich habe 2, 3 Kritiken gehört, dass die Protagonistin so ein bisschen kindisch-jugendlich sein soll. Ich hoffe, dass mich das nicht so sehr stört, beziehungsweise dass vielleicht die einzige Kritik wäre, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, und ich lege dementsprechend auch 2 Bücher ein, und zwar Frozen Crowns von Azura Dionera habe ich letztes Jahr von Mein Wunder in der Weihnachtsbox gehabt und ich habe angefangen, es zu lesen.
Es war nicht ganz mein Stil, aber es klingt nichtsdestotrotz super spannend. Wir haben ein Eisreich und es gibt auch den König der Feuerlande. Und ja, ich fand das vom Klappentext sehr spannend. Ich bin aber nicht in den Stil reingekommen und habe es dann irgendwie pausiert und dachte jetzt, ja, vielleicht hat einfach jemand anders, ja, der jetzt nachfolgen kommt, auf dieses Buch Lust. Ich weiß es jetzt auch, also das ist auch schon regulär erschienen und ich glaube, da gibt es auch irgendwann noch eine Hardcover-Ausgabe, aber bin mir gerade nicht so sicher. Aber das wird weiter wandern und ja, Nebelwind von Marlene May habe ich, glaube ich, im letzten Jahr oder Ende 19 bekommen, habe ich auch von der Autorin signiert zugeschickt bekommen. Und hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also war wirklich ein kleines Highlight. Nicht nur, weil das Cover so bezaubernd war, sondern auch vom Stil. Es ist eine Self-Publisherin, soweit ich mich erinnere. Ja, richtig. Und es gibt da mittlerweile, glaube ich, auch den zweiten und den dritten Band. Den zweiten habe ich dann als E-Book gelesen. Den dritten Band, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nicht. Aber war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber ist eben kein so Lebenslese-Highlight, was ins Regal wandert. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, allein auch das Cover ist wirklich bezaubernd. Und ja, das darf jetzt einfach mitwandern. Und ich glaube, dass das zwei ja, gute Ersatzbücher sozusagen sind, die ich hier hineinlege. Zudem habe ich natürlich auch etwas in die Goodiebox sozusagen hineingelegt für das Aromaöl, das jetzt schon im Diffuser mal rumdüfteln darf. Und ja, ich hoffe, dass mein Reingepacktes dann auch einer der nächsten gefällt. Ja, das war sie jetzt schon. Zwei Bücher freue ich mich wirklich sehr, gerade auch über ja, das Überraschungsbuch. Ja, das irgendwie, ja, ich freue mich da drauf. Und bin natürlich auch mega gespannt, was die anderen reingenommen, rausgenommen haben, was sie zu den einzelnen Büchern vielleicht auch so ein bisschen gesagt haben. Und ich bin natürlich auch mega neugierig, was ganz am Ende sozusagen von Anfang bis Ende dann bei Sandra im Grunde übrig bleibt. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Hoffentlich gab es viel Rotation, sodass sie möglichst ja, nur wenige Bücher wieder zurückbekommt. Und ja, eine schöne Mischung. Hat wieder Spaß gemacht. Alle Videos und Kanäle findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich freue mich auch auf die Videos. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.